hauptsächlich damals bei Goldman Sachs. Und da sind die ganzen Banken in der Wall Street zusammen, haben sich zusammengetan und haben diesen einen Hedgefonds gerettet. Die einzige Bank, die damals nicht mitgemacht hat, war übrigens interessanterweise Lehman Brothers. Die haben es dann bitter bereut, paar Jahre später. Weil nämlich 2007, 2008 war es das zweite Mal, dass das Weltfinanzsystem wirklich auf der Kippe gestanden hat. Damals hätte es aber nicht mehr ausgereicht, dass die Banken das Weltfinanzsystem gerettet hätten. Deswegen mussten die Staaten über die Zentralbanken einspringen. Und die mussten also irrsinnige Mengen an Geld reingeben. Die mussten in den USA mussten sie Goldman Sachs retten. Da mussten sie AIG, das ist der größte Versicherer der Welt, den mussten sie retten. Alles deswegen, weil die über lauter Kreditausfallversicherung... Was sind das für Summen, über die wir hier reden? Wir reden jetzt über hunderte von Milliarden bis hin im Billionenbereich. Die aber relativ schnell dann geflossen sind, um zu retten. Ein kleines Beispiel jetzt mal, um auf die Schweiz zurückzukommen. Es ist interessant, in der Schweiz gibt es die direkte Demokratie. Da wird über jedes Turnhallendach wird landesweit entschieden. Aber als die UBS im Zuge der amerikanischen Hypothekenkrise plötzlich also in ganz großen Schwierigkeiten waren und über Nacht 56 Milliarden US-Dollar brauchte. Bitte? Wie war das im Mittelteil? 56 Milliarden US-Dollar brauchten die über Nacht. Da war das Geld innerhalb von 24 Stunden über ein Konto auf den Cayman-Inseln verfügbar. Da kann man auch mal sehen, wie die Demokratie heute ausgehöhlt wird durch die Finanzindustrie. Und die Politiker, genau, die stellen sich dann vor die Kameras und sagen, ja, das ist einfach eine Notwendigkeit, weil wir müssen mit diesen Notwendigkeiten leben. Diese Notwendigkeiten bestehen aber darin, dass einige Leute, dass es ein Promille oder weniger als ein Promille der Menschheit, unvorstellbar reiche Investoren ihr Geld überall platzieren und dass mit diesem Geld einfach gearbeitet wird. Das Problem dabei ist, dass diese Leute, die mit dem Geld arbeiten, ja immer irgendwelche Manager sind, die selber nur über Boni oder über hohe Gehälter daran teilnehmen, an dem ganzen Profit. Dass die wirklichen, die tatsächlichen Drahtzieher, die das ganze Geld liefern, dass die im Hintergrund bleiben. Also die ganz wirklich reichen Familien, die finden Sie auch nicht in der Forbes-Liste. Ja, die haben das Geld da gar nicht vorzukommen. Da finden Sie immer Bill Gates an erster Stelle mit seinen inzwischen 76 oder 86 Milliarden. Aber es gibt in Amerika Familien, die sind unendlich viel reicher. Weil wenige Leute wissen, dass die Zentralbank der USA in privater Hand ist. Also die Zentralbanken der Welt sind alle staatliche Banken bis auf zwei. Die eine, das ist die belgische, die gehört zur Hälfte privaten Investoren. Und die Federal Reserve, das Federal Reserve System, seit 1913 im Betrieb, gehört privaten Familien. Und das ist die einzige Institution, die in den USA befugt ist, Dollar herauszugeben. Die geben aber für jeden Dollar, muss das Finanzministerium denen einen, früher mussten sie eine Steuer bezahlen, heute müssen sie einfach nur noch einen kleinen Obolus dafür hinlegen, eine Lizenzgebühr dafür bezahlen. Aber Herr Wolf, wenn wir alle abhängig sind von privaten Bankern, waren wir je in der Demokratie? Wir sind es jedenfalls jetzt nicht mehr. Also es ist warm. Die Demokratie ist ja auch so ein Ding, die ist ja nicht einfach uns von Gott gegeben worden, sondern die ist erkämpft worden. Die ist ja hauptsächlich von der Arbeiterbewegung, also von der SPD in ihren Glanzzeiten, sind diese ganzen demokratischen Dinge ja erkämpft worden. Oder von den Gewerkschaften. Aber inzwischen ist ja die Finanzindustrie so stark. Wenn Sie heute die Nachrichten einschalten, dann sehen Sie, jedes dritte Wort ist immer, was sagen denn die Finanzmärkte dazu? Vor 15 Jahren ist das Wort Finanzmärkte nie in den Nachrichten vorgekommen. Heute ist das immer das entscheidende Wort. Was sagen die Finanzmärkte? Das heißt, was sagen eigentlich die milliardenschweren Investoren im Hintergrund? Was sagen die Hedgefonds? Und da haben sich auch einige Banken entwickelt, die völlig aus den Fugen geraten sind. Also wo wir hier in Deutschland sind, die Deutsche Bank, die verfügt über ein Volumen bei den Derivaten, was inzwischen bei 50 Billionen Euro liegt. Das ist das 18- bis 19-fache des deutschen Bruttoinlandsproduktes. Das zeigt, welche unvorstellbare Macht die haben. Es gibt eine gute Anekdote, als 2008 Frau Merkel mit Herrn Ackermann sich zu einer Krisensitzung getroffen hat. Ich weiß nicht, ob die Anekdote stimmt, aber für mich hat sie unglaublichen Symbolcharakter. Da ist an einer Stelle der Diskussion Herr Ackermann aufgestanden und hat wütend den Raum verlassen und da ist Frau Merkel hinter ihm hergelaufen. Das zeigt doch, wie die wirklichen Machtverhältnisse in diesem Lande sind. Also da muss ich noch dazu ergänzen, zu den Machtverhältnissen gehört auch, dass 14 Tage später, oder 12 Tage später, die Frau Merkel die deutschen Chefredakteure eingeladen hat, um sie zu briefen, um sie darauf einzuschnorden, einzustellen, dass ja nichts Böses über diese Rettungsaktion, da ging es ja um HRE, um diese Hyperreal Estate, genau, verlautet. Das heißt, das muss man immer verknüpfen. Die Macht der Finanzindustrie
Mit dem völlig so, wie sie schildern, mit dem, was die Medien machen. Ja. Also dann schweigen zu einem solchen Vorgang. Aber die Medien sind ja auch in der Hand dieser Finanzindustrie. Okay. Die gehören ja im Hintergrund auch wirklich ultrareichen Investoren. Völlig richtig. Aber es ist schon ein etwas anderes Segment und beides spielt zusammen. Und das macht unser Elend aus. Darf ich eine Frage stellen an die Ökonomen? Welchen Sinn hat eine parlamentarische Demokratie in einem überschuldeten Land so wie Griechenland oder Italien? Nur den Sinn, heute nur noch den Sinn, die Leute zu täuschen. Dann schaffen wir sie ab.